Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's PlayStation Plus im Monat Dezember. Wir machen weiter mit den PlayStation 4 Titeln. Boah, ja, totalen Sprachkeks hier gerade. Und wir machen weiter mit Titan Attacks. So, in diesem Monat habe ich es mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir alle Titel im Vorfeld einmal selbst schon mal angeguckt, damit ich da nicht so blind vorsitze wie sonst in den vergangenen Monaten. Und Titan Attacks spielen wir jetzt einfach mal. So, ich habe es halt, wie gesagt, schon einmal kurz angetestet. Wir fangen aber von vorne an. So, wie ihr seht, Titan Attacks ist im Prinzip nichts anderes als ein Klon von Your Space Invaders. Mit den alten Hasen sicherlich noch ein Begriff. Und im Prinzip machen wir jetzt die ganze Zeit nichts weiter als das hier. Einfach auf die fiesen Aliens schießen und da oben haben wir ein UFO. Das holen wir uns jetzt erstmal, denn das gibt einen schönen Bonus. So, mit dem kann ich euch dann auch zeigen, wo der Unterschied zum Klassiker liegt. So, Welle abgeschlossen. So, sobald wir nämlich eine Welle abgeschlossen haben, bekommen wir dieses Menü hier, den Shop. Und dort können wir mit dem Geld, was wir verdient haben, Boni kaufen oder Verbesserungen kaufen. Ihr seht dort oben, wir können den Schild verbessern. Das heißt, pro Schild gilt immer ein Treffer. Ne? Also ein Treffer, ein Schild weg und so weiter. Wir würden jetzt also theoretisch 3 Treffer verkraften. Schusskraft kann man verbessern, Munition kann man sich zusätzlich kaufen. Das heißt, dann würden halt mehr Schuss gleichzeitig oder hintereinander möglich sein. Bomben, damit kann man einmal ordentlich reinhauen. Bei Extras und Aufladen, muss ich zugeben, habe ich jetzt auch noch nicht geguckt, was das ist. Aber das ist nicht so wild. So, und ihr könnt dann natürlich auch, das Spiel hat natürlich leichte Unterschiede zum Klassiker. Ihr könnt dann eben natürlich mit einigen Boni eure Werte auch noch verbessern, sprich euren Kombo-Wert, nenne ich es mal. Ja, man kriegt da oben links, könnt ihr es sehen, einen Bonus, der gilt dann immer so lange, bis ihr das erste Mal getroffen werdet. Dann schaltet er wieder zurück auf 0 und ihr kriegt, oder auf 1 und ihr kriegt dann wieder nur die normale Punktzahl. So, Valley abgeschlossen. So, gucken wir mal, kaufen wir Schusskraft? Nein, wir fahren fort. Man kann das Geld natürlich auch sammeln, um sich dann teurere Sachen zu kaufen oder vielleicht mehr auf einmal. Ich möchte gerne das UFO dort oben haben. Ah, das werde ich wohl nicht kriegen, oder? Nein, ganz knapp. So, es gibt hier auch Bonusrunden. Ich hoffe mal, ich schaffe es in der Zeit, euch auch wenigstens eine Bonusrunde zu zeigen. In denen kann man dann nämlich entsprechend Bonuspunkte sammeln. So, und so ein abstürzendes UFO, wie ihr gerade gesehen habt, kann man auch immer noch abschießen, solange es noch nicht aufgeschlagen ist. Na, komm her hier. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um das Vieh zu treffen, weil die natürlich nach einer Weile immer ein bisschen schneller werden. So, wir könnten jetzt Schilde kaufen oder die Schusskraft nochmal verbessern, aber ich spare mal ein kleines bisschen Geld. So, also wer auf dem Klassiker steht, der wird auf jeden Fall diese Version des Spiels lieben, das kann ich euch schon mal versprechen. Und ich mag den Klassiker, ich war kein großer Fan, das muss ich auch gestehen. Okay, und man kann Aliens, die rausspringen aus ihren Schiffen, sammeln für extra Boni, ja, wie ihr gerade gesehen habt. So, da oben fliegt jetzt noch ein solches Bonus-UFO. Jetzt Treffer, so, und damit nochmal ein Bonus, noch mehr Kohle. Wie viel haben wir jetzt? 670. Damit können wir nachher schon ordentlich was kaufen. Ah, das kriege ich nicht mehr. Das hätte jetzt nochmal einen Bonus gegeben, wenn ich das UFO beim Abstürzen gekriegt hätte. Aber ist nicht so schlimm. So, also wie gesagt, ich versuche hier bis zum ersten Bonus-Level zu spielen. Mehr brauche ich euch von dem Spiel wahrscheinlich auch nicht zeigen, weil ihr im Prinzip nichts anderes macht als immer nur das Abschießen der UFOs. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich natürlich. Es gibt stärkere Gegner, es gibt nachher noch mehr Gegner. Und da ist dann nachher auf dem Bildschirm schon ganz gut was los. So, kaufen wir uns denn irgendwas? Wir könnten uns eine Bombe kaufen. Ach was, wir kaufen uns jetzt einfach mal eine Bombe und nehmen auch etwas mehr Schusskraft. Dann kann ich euch nämlich auch die Bombe gleich mal zeigen. Wobei ich so gar nicht wirklich weiß, wie ich die einsetze, muss ich zugeben. Ich habe
beim letzten Mal zwar eine Bombe gehabt, aber habe die nicht eingesetzt. Ah, jetzt habe ich aus Versehen natürlich... Ah, jetzt hat er mich jetzt getroffen? Nee, das sah so aus eben. Ich will doch das da haben. Bam. So, wie viel haben wir jetzt? 180. So, die Extras, die ihr kaufen könnt, sprich die Verbesserung, die kosten natürlich dann in höheren Stufen immer entsprechend mehr. So, wir sparen das Geld mal so. Ich muss nur eben ganz kurz... Ah, jetzt kann ich nur Speichern anschließen. Ich muss jetzt... Ah, okay. Die Bombe ist auf L1. Da setzt ihr die Bombe ein. Und wie ihr gesehen habt, ihr räumt damit den Bildschirm mit einem Mal auf. Was? Starte, was für eine Flucht? Das habe ich eben so schnell nicht lesen können, was da unten stand. Ich habe gerade so im ersten Moment gedacht. Ah, fuck. Da stand Fahrerflucht oder sowas, habe ich gelesen. Wobei das nicht gerade viel Sinn machen würde, hier irgendwie mit Fahrerflucht und so. Doch noch getroffen. Oh, jetzt wird es natürlich gerade schon mal ein bisschen knapp. Die kommen nämlich relativ... Ah, jetzt hat mich einer erwischt und ihr seht, der Multiplikator ist jetzt wieder zurückgesetzt. Und Herausforderungsstufe. So, das hier ist jetzt quasi die Bonusrunde, die ich euch zeigen wollte. Und danach können wir dann hier auch Schluss machen. Je weniger Schüsse ihr jetzt braucht, um alle runterzuholen, desto mehr Punkte bekommt ihr am Ende. Hier gilt es also auch mal ein bisschen genauer zu zielen. Mitunter, wie ihr gerade gesehen habt, schafft man auch mehrere mit einem Schuss. 9 Schuss. Naja, mein Gott. Extra Schild. Ah, super. Da haben wir dann doch ein bisschen Geld gespart. So, das Level mache ich jetzt noch. Wie viel Zeit ist jetzt überhaupt schon drauf? Wir sind ja noch nicht mal bei 10 Minuten, sehe ich gerade. Na komm, dann geht noch ein kleines bisschen. Wir gucken mal, was hier sonst noch auf uns wartet. Hier wird es jetzt langsam schon etwas tricky. Oh, da oben fliegt das UFO. Machen wir natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen den Weg frei. Und jetzt haben wir es. Diese großen Dinger da sind gar nicht so das Problem. Die kleinen hier, die sind viel fieser. Vor allem, wenn die nachher schneller werden, dann ist es mitunter doch schon ein bisschen tricky, die zu erwischen. Und das Alien sammeln wir uns ein. Gibt uns natürlich einen entsprechenden Bonuspunkt. So, und jetzt hole ich mir erstmal das UFO wieder. Bam. Kling. Ah, jetzt habe ich's. So, wir haben 1270, könnten jetzt natürlich eine neue Bombe kaufen. Aber wir kaufen uns mal Munition. Ihr könnt jetzt nämlich 2 Schuss hintereinander machen. Das geht vorher nämlich nicht. Da müsst ihr immer warten, bis ein Schuss quasi entweder sein Ziel erwischt hat oder bis der oben aus dem Bildschirm rausgeflogen ist. Erst dann könnt ihr den nächsten Schuss abfeuern. Da ist es natürlich jetzt ein bisschen einfacher, vor allen Dingen die schneller beweglichen Ziele zu erwischen. So. Seht ihr, das hat doch wunderbar geklappt jetzt eben mit einem verschnellerten Schuss, beziehungsweise mit 2 Schuss. Und wir verbessern mal die Schusskraft ein bisschen. Dann kriegen wir auch ein kleines bisschen schneller die größeren weg. Wie das zum Beispiel. Ja, dann braucht ihr halt, wie der Name Schusskraft schon sagt, weniger Schuss. Habe ich es jetzt noch gekriegt? Oder nicht? Ich habe das jetzt nicht so ganz beachtet. Muss ich leider gestehen. Bumm. So. Können wir Schilde oder Bombe? Nein, wir sparen ein bisschen. So, und ihr seht jetzt, es wird ein bisschen schwieriger. Die Viecher fangen natürlich auch an, sich jetzt in anderen Mustern zu bewegen. Beziehungsweise neue Aliens mit neuen Bewegungsmustern.
Ups. Und da oben ist ein Bonus-UFO. Das holen wir uns natürlich gleich. Ach, da haben wir es. Bam. Und wir holen uns das Alien ein Sammelbonus. So, die Viecher werden natürlich dann auch irgendwann immer nerviger, weil die natürlich dichter kommen. Du Mistvieh. Geschafft. Zwar ein Schild verloren, aber das macht nichts. So, machen wir noch ein bisschen Schusskraft. Nein, wir holen uns mal lieber noch ein Schild zurück. So, und hier wird es jetzt ein bisschen gemein. Die Viecher kommen jetzt nämlich zu mir runter. Und das Ganze natürlich dann auch immer mit entsprechend erhöhter Geschwindigkeit. Ei, das war knapp. Also insgesamt ist es nicht schwer, aber es ist halt tricky. Das muss man schon gestehen. Und schon wieder habe ich ein Schild verloren. Den holen wir uns aber gleich wieder und wir sparen den Rest einfach mal. So, jetzt haben wir wenigstens die ganz schnellen erwischt. Und bevor wir hier uns den holen, holen wir uns das UFO. Das bringt nämlich immer richtig guten Bonus. So, 1830, da können wir doch nicht meckern. Wir können uns noch keinen extra Schuss leisten, der wird 2000 kosten. Oh Gott. Ihr seht, es wird jetzt richtig tricky gerade. Ja, jetzt habe ich den aus Versehen abgeknallt. Ich versuche jetzt natürlich hier erstmal in allererster Linie zu überleben. Oh, jetzt hätte ich das Vieh fast erwischt. Die UFOs fliegen auch nicht dauerhaft da oben hin und her, diese Bonus-UFOs. Ne? Die verschwinden nach einer Weile endgültig. Und jetzt sind wir in einer weiteren Herausforderungsstufe. Perfektion gewinnt. Perfektion bedeutet halt, jeder Schuss ein Treffer. Ah! Okay. Fuck. Abgeschlossen. 11 von 14. Verdammte Axt. Aber das Ganze hat uns ein extra Schild eingebracht und wir kaufen uns mal neue Munition. Das können wir nämlich dreimal schießen. Was uns natürlich enorm weiterhilft. So, und ich habe jetzt noch nicht so ganz drauf geachtet, wie genau die Bombe aussieht. Ah, jetzt sehe ich, wie die Bombe aussieht. Die Viecher runterschmeißen. Das Ding macht nämlich ganz böse Aua. So, da oben ist noch ein Bonus-UFO. Ah. Getroffen. Sehr schön. Bumm. So, was können wir uns kaufen? Holen wir uns ein Schild? Nein, wir sparen mal noch ein bisschen. Ah, jetzt habe ich ihn schon wieder aus Versehen abgeknallt. Welle abgeschlossen. Oh, noch ein bisschen sparen. Oha, das war richtig knapp eben. Die sind nämlich eklig, die Biester, merke ich gerade. Scheiße. So, solange die hier auf dem Weg nach oben sind, ist alles in Ordnung. Und wir fangen das Alien. Und peng. Und auch gleich noch den Bonus abgefangen. So, verbessern wir mal was. Ja, wir machen mal ein bisschen mehr Schusskraft. Das kann jetzt nicht schaden, weil jetzt müssen wir hier schon so ein bisschen gucken, dass wir die schnellstmöglich wegkriegen. Damit wir hier nicht zu viel Feindfeuer ausgesetzt sind. Weil je mehr Feindfeuer, desto mehr muss man aufpassen, dass man hier auch es schafft auszuweichen. Strafe für Flucht. Ah, okay. Das Vieh ist also abgehauen und ich werde dafür bestraft. So eine Sauerei. Boom. So, eine Runde mache ich jetzt noch. Und dafür schnappen wir uns auch mal eine Bombe. Ja.
Nein, oh, ich habe ihn schon wieder aus Versehen abgeschossen. Wenn der Schuss sich einmal gelöst hat, hast du halt auch keine Chance mehr, das irgendwie zu verhindern, dass du das Vieh triffst, wenn der Schuss gerade zufällig in seine Richtung fliegt. Oh, jetzt bin ich da genau rein. Mist. Ich hatte nämlich noch gehofft, dass ich das blöde UFO kriege. Komm her, hier, du Mistvieh. Ja, jetzt habe ich dich. So, ja, gut. Mehr als das macht ihr jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Bossrunden nachher irgendwann gibt, in denen ihr mit Bossen oder sowas fertig werden müsst. Das ist jetzt die 20. Welle, glaube ich. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ich habe da gerade nicht so ganz drauf geachtet. Aber ich glaube, da standen 20. Und ich glaube, die 20 ist dann doch eine ganz gute Zahl. Das Alien-Mutterschiff. Okay. Dann gibt es hier also doch Bossgegner. Na gut, dann machen wir mal das Alien-Mutterschiff kaputt. Können dazu natürlich auch unsere Bombe einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Bombe dem Vieh geschadet hat. Keine Ahnung. Aber wir versuchen dann natürlich jetzt in dieser Folge noch das Alien-Mutterschiff zu platt zu walzen. Okay. So schlecht sieht es bis hierhin gar nicht aus. Sieht so ein bisschen aus, als würde das Vieh mit Sternschnuppen nach mir schmeißen. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Gut gemacht, Kommandant. Die Erde ist sicher. Auf zum Mond. So, der Mond ist dann das nächste Level. Und dann werden wir wahrscheinlich so die meisten Planeten oder vielleicht sogar alle Planeten im Sonnensystem durchgehen. Kann ich nicht beurteilen, weil ich das Spiel halt so weit wie jetzt auch noch nicht gespielt habe. Aber auf jeden Fall für Fans solcher Klassiker und vor allen Dingen für Fans von Space Invaders ist das Spiel eine absolute Empfehlung. Das macht auch mir richtig Spaß, muss ich zugeben. Auch wenn es so beim Zugucken vor allem vielleicht ein bisschen eintönig erscheinen mag. Im Spiel selbst, wenn man es selbst spielt, hat das einen richtig, richtig schönen Spaßfaktor. Ich kann es nur weiterempfehlen. Danke jetzt hier erstmal fürs Reinschauen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Dann geht's weiter mit einem weiteren PlayStation Plus Titel. Bis dann, ich verabscheue mich.